أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة، أحب الله والإسلام. أنا مرض، أنا مرض، أنا مرض، أنا مرض، أنا الداء، ومني تأتي أوجاع، وليس لمدمني أبدا من الأخيار أتباع. أنا مرض، أنا الداء، ومني تأتي أوجاع، وليس لمدمني أبدا من الأخيار أتباع. أنا مرض، أنا الداء، ومني تأتي أوجاع، وليس لمدمني أبدا من الأخيار أتباع. أتشري الموت يا هذا، أتشريه إذا باعوا، أتشري الداء مرتبطا وعندك صبية جاعوا، أتشري الموت يا هذا. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sein Diener und Gesandter ist. Liebe Geschwister, an diesem gesegneten Freitag möchten wir inshallah ta'ala mit unserer Reihe fortfahren, über Amradul Umma zu sprechen, die Krankheiten der Umma von Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und in der Tat gibt es Krankheiten, die wir aufheben müssen, bevor Allah azza wa jal uns tatsächlich den Sieg gibt. Und jeder Muslim sollte wissen, der Sieg von Allah azza wa jal ist versprochen. Allah Azza wa Jal sagt, وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. Und es ist eine Pflicht für uns, den Gläubigen zum Sieg zu verhelfen. Ein Versprechen Allahs Azza wa Jal. Allah wird sein Versprechen nicht brechen. Die Frage ist nur, was sind wir bereit zu ändern, damit Allah Azza wa Jal sein Versprechen erfüllt. Liebe Geschwister, solange die islamische Umma von Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sich nicht ändert, wird Allah Azza wa Jal diese Erniedrigung nicht über diese großartige Nation hinwegnehmen, bis wir ändern, was in uns ist. Wie Allah Azza wa Jal uns im Koran sagt, إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. Allah wird niemals den Zustand von einem Volk ändern, bis sie das ändern, was in ihnen ist. Und eine der Krankheiten, die sich im Laufe der Zeit unter den Muslimen verbreitet hat, ist, liebe Geschwister, Al-Khamr, der Alkohol. Und das Übel von dem Alkohol, und darüber werden wir heute bi'idhnillahi as-sami' al-alim in den wenigen Minuten sprechen. Liebe Geschwister, wir sollten alle wissen, dass in der Zeit der Jahiliyyah, bevor der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam zu dem Volk der Qurayshiten entsandt wurde, so haben die Araber den Alkohol als ganz normales Getränk getrunken. Am Morgen, am Mittag und am Abend. Sogar wurde der Alkohol vor dem Wasser serviert. Es war ein Getränk, was ganz üblich unter den Leuten getrunken wurde. Eine Ada unter den Arabern, liebe Geschwister. Allah Azza wa Jal, er weiß doch über seine Diener Bescheid. Ala ya'lamu man khalaq. Weiß er denn nicht, was er erschaffen hat? Und so hat Allah Azza wa Jal dieses stufenweise aufgehoben. Und in der Tat war es sehr, sehr schwer für viele Araber, diesen Alkohol zu lassen. Allah Azza wa Jal, er hat uns eine Aya im Koran gesagt, يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ. Und sie fragen dich, ja Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, nach dem Khamr. Und der Khamr, liebe Geschwister, ist nicht nur Alkohol. Der Alkohol ist eine Form vom Khamr. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, كُلُّ مُسْكُرٍ خَمْرٍ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٍ. Jede Sache, die berauscht, ist Khamr. Und schaut diese großartige Religion. Wir brauchen nicht die einzelnen Dinge aufzulisten. Wir wissen, dass es verschiedene Arten von Drogen gibt, liebe Geschwister. Alles, was berauscht, ist Khamr. Allah Azza wa Jal hat das unter diese Kategorie verfasst. Das heißt nicht, dass heute ein krankes Herz zu uns kommen kann und uns sagen kann, LSD steht doch nicht im Koran. Das steht nicht im Koran. Ja, Achim.
كل مسكرين خمر. Alles was berauscht ist خمر. Und alles was خمر ist ist حرام. Allah Azza wa Jal hat dieses verboten bis zum Tage der Auferstehung. Liebe Geschwister, Allah Azza wa Jal, er hat uns gesagt, ja Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, sie werden dich nach dem Glücksspiel und den خمر fragen. Sag, darin liegt eine große Sünde. Allahu Akbar. Das ist schon mal der Grund, warum wir es nicht zu uns nehmen dürfen. Darin liegt eine große Sünde und etwas Vorteil für die Leute. Dieser Vorteil, liebe Geschwister, war, indem die Leute den Alkohol verkauft haben und Tijara damit gemacht haben und Geld davon erworben haben, von dem Verkauf des Alkohols. Das ist ein kleiner Gewinn für die Leute in der Dunya. Das bedeutet nicht, dass es erlaubt ist, dieses zu tun. Und das war die erste Ayah, die schon schrittweise den Verbot vom Alkohol angekündigt hat. Weil es gibt Leute, der zeigt dir heute diese Ayah und sagt dir, ach hey, schau mal, Allah hat gesagt, okay, es ist eine große Sünde, aber es liegt in dem Alkohol auch etwas Nutzen. Wir sagen ihnen, ja, ach, warte mal. Diese Ayah war die erste, die herabgesandt wurde. Als diese Ayah herabgesandt wurde, kam die folgende Ayah. Allah Azza wa Jal sagt, Ya ayyuhal ladhina amanu, la taqrabu salah, wa antum sukara, hatta ta'lamu ma taqulu. Er sagt uns, Allah Azza wa Jal, o ihr, die ihr glaubt, kommt nicht dem Gebet zu nah, während ihr betrunken seid, bis ihr wisst, was ihr spricht. Hier hat Allah Azza wa Jal schon das Verbot weiter eingeschränkt. Und zwar, dass in der Zeit, wo die Leute das Gebet verrichtet haben, nicht betrunken sein durften, damit sie auch wissen, was sie sprechen. Denn wenn du weißt, was du im Gebet sagst, dann wirst du viele Dinge an dir ändern. Denn die Worte Allahs Azza wa Jal, wahrlich, sie bewegen die Herzen und sie ändern die Menschen und nichts anderes, liebe Geschwister. Es sind diese gewaltigen Wörter, die die Sahaba radiallahu anhum von einem Volk, was aus Unwissenden bestanden hat, zu den besten aller Menschen gemacht hat. Ey Wallah. Als diese Eier herabgesandt wurde, dann wussten die Leute Bescheid, wenn ich mich im Gebet befinde, dann darf ich nicht betrunken sein. Bedeutet, sie durften vor dem Gebet nicht trinken. Denn wenn sie alkoholisiert waren, dann hat sich das im Gebet ausgewirkt, liebe Geschwister. Und dann sagte Umar ibn al-Khattab, radiallahu anhu arda, Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan shifaan. O Allah, gib uns endlich ein Urteil, mit dem wir klar wissen, ob du diese Sache jetzt verbietest oder nicht. Und das war der Vorzug von Umar ibn al-Khattab. Daraufhin kam eine Ayah vom Buch Allahs, فَنَزَلَتِ الْآيَةِ. Dann kam die Ayah herab, liebe Geschwister, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَارُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Allah Azza wa Jal sagt, o ihr Gläubigen, wahrlich der Alkohol, Al-Khamr, wir haben es beschrieben, es ist nicht nur der Alkohol, wahrlich der Alkohol und das Glücksspiel und die Opfersteine, damals hat man mit Opfersteinen gespielt in der Jahiliyyah, um Allah Azza wa Jal damit näher zu kommen, das ist natürlich schön. Und die Losfeile, Losfeile waren Fäden, wo die Juhal daran gezogen haben, um zu sehen, ob etwas an diesem Tag gut oder schlecht für sie sein wird. Allah hat diese Dinge verboten. O ihr Gläubigen, wahrlich der Alkohol und das Glücksspiel und die Opfersteine und die Losfeile sind Rijs. Rijs ist Najis, liebe Geschwister, sind eine üble Tat vom Shaytan. Das heißt, er schmückt sie euch aus, so dass er euch ablenkt vom Gedenken Allahs Azza wa Jal. Sie sind eine Art, dieses Verbot kam hier prompt und niemanden ist es heute erlaubt zu sagen, der Alkohol wäre nur in irgendeiner Form erlaubt. Nein, Allah Azza wa Jal hat ihn gänzlich mit dieser Ayah verboten, liebe Geschwister. Wahrlich, der Alkohol und das Glücksspiel und die Opfersteine und die Losfeile sind ein Gräuel vom Shaytan, so vermeidet es. Leider manche Araber verstehen das nicht. Sie denken, ja, haltet euch nur so allgemein davon fern. Nein. Ashaddu min al-tahrim. Das ist eine noch stärkere Form des Verbots. Fajtanibu ist noch stärker, als wenn Allah Azza wa Jal nur gesagt hätte, er hätte das verboten. Nein. Und wir werden das gleich verstehen, was Allah Azza wa Jal in dieser Ayah sagt. Allah subhanahu wa ta'ala sagt weiter, إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانِ أَن يُقَعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءِ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَسُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ.
Allah Azza wa Jal sagt uns, der Shaitan, er will euch in Feindschaft und in Hass einander gegenüber stürzen, so dass er euch mit dem Khamr, mit dem Alkohol und mit dem Glücksspiel vom Gedenken an Allah Azza wa Jal gänzlich wegbringt. Und vom Gebet. Und wir sehen das in der heutigen Zeit. Und du wirst nie Leute sehen, die trinken und beten. Ich meine regelmäßig beten. Das wirst du nicht sehen. Weil der Shaitan, er hält die Leute ab vom Gedenken an Allah Azza wa Jal. Wie? Mit dem Khamr, liebe Geschwister. Allah Azza wa Jal hat den Alkohol komplett verboten. Und das ist ein Ijma' von Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Dass der Alkohol mit Beweis aus Koran und Sunnah gänzlich verboten ist. Wehe dir, dass du zu den Irregehenden gehörst, die wir in den heutigen Tagen wieder einmal sehen, die dir sagen, nein, dieses ist nicht gänzlich verboten, sondern sie kommen mit zweifelhaften Dingen, um den Leuten zu erklären, dass der Alkohol nicht so verboten ist, wie man es versteht. Möge Allah Azza wa Jal diese kranken Herzen recht leiten. Liebe Geschwister, Allah Azza wa Jal, er weiß, was er in uns erschaffen hat. Und er weiß, was wir ertragen und was wir nicht ertragen. Und dieser Alkohol ist deswegen verboten, weil er unseren Verstand betrübt, ja sogar zerstört. Und Allah Azza wa Jal hat uns diesen großartigen Verstand gegeben, damit wir ihn erkennen, Subhanah. Das ist unsere einzige Aufgabe, Allah Azza wa Jal in dieser Welt zu erkennen, ihn anzubeten, wie es ihm gefällt, Subhanah, damit wir das ewige Paradies am Tage der Auferstehung bekommen. Allahumma rzuqna al-Jannah. Das ist der Grund für das Verbot. Der Verstand wird betrübt, er wird zerstört. Und daraufhin, was passiert? Du wirst deinen Herrn nicht mehr erkennen, weil du nur noch deinen niedrigen Gelüsten folgen wirst und du wirst gänzlich abkommen vom Wege Allahs Azza wa Jal. Und das ist eine großartige Gnade. Allah Azza wa Jal sagt uns oft im Koran, wollt ihr nicht nachdenken? Versteht ihr denn nicht? Begreift ihr denn nicht? Allah Azza wa Jal, er spricht immer unser Verstand an. Und wenn wir diesen Verstand zerstören, liebe Geschwister, was bleibt uns dann übrig? Werden wir Allah Azza wa Jal erkennen? Wallahi, du solltest wissen, o Diener Allahs, dieser Verstand, wenn er die Religion erkennt, dann schränkt er die Gelüste ein, die er hat. Aber wenn dieser Verstand die Religion nicht erkennt, dann schau die Milliarden von Menschen, die draußen herumlaufen und nur ihren Gelüsten folgen. Ey Wallah, wie schlimm ist ihr Leben? In der Dunya und in der Akhira wird es ihnen nicht besser ergehen. Liebe Geschwister, bezüglich des Verbotes vom Alkohol sollten wir erstmal alle wissen, dieses ist eine verbotene Sache. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er sagte uns über den Alkohol, er sagte, ثَلَاثَةٌ قَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَنَّةِ. Drei Personen, Allah Azza wa Jal hat das Paradies für sie verboten. مُدْمِنُ الْخَمْرِ, der Alkoholabhängige. والعاق, derjenige, der ungehorsam gegenüber seinen Eltern ist. Und wie viele sind es in der heutigen Zeit? Auch unter den Muslimen. Möge Allah Azza wa Jal diese Leute zu ihren Eltern zufrieden zurückschicken, bevor die Eltern sterben und niemals zufrieden mit diesen Kindern sind. Und er nannte auch Ad-Dayyuth. Ad-Dayyuth ist derjenige, der keine Eifersucht für seine Familie hat, liebe Geschwister. Diese drei Kategorien, sie werden nicht in das Paradies hereinkommen. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er zeigte uns auf, wie gewaltig diese Sünde vom Alkohol ist. Er sagte uns, liebe Geschwister, Al-Khamru Ummul Fawahish. Der Khamr ist die Mutter aller Abscheulichkeit. In einer anderen Überlieferung, Ummul Khaba'ith, die Mutter aller Übel. Wa Akbarul Kaba'ith, und die größte aller Sünden. Hast du das gehört, o Diener Allahs? Die größte aller Sünden. Man sharibaha waqa'a ala ummihi wa khalatihi wa ammatihi. Derjenige, der den Khamr trinkt, so wird er über seine Mutter herfallen, wal iyadu billah. Und über seine Tante väterlicherseits und über seine Tante mütterlicherseits. Allahu Akbar. Wie gewaltig ist diese Sache? Und mein Sheikh hat erzählt, dass es einen Mann gab. Er war alkoholisiert, durch und durch. Er hat so viel getrunken, bis er betrunken durch und durch war, liebe Geschwister. Dann ging er zu seiner Mutter. Und er sagte zu ihr, schlaf mit mir. Zu seiner eigenen Mutter. Schaut mal, wenn du Alkohol trinkst, es ist so, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, du bist ein Tier, durch und durch. Mit seiner eigenen Mutter wollte er schlafen.
Und als die Mutter dieses verhindern wollte, hat er ihr gedroht, sie umzubringen, liebe Geschwister. Also hat sie sich ergeben und hat das Abscheuliche mit ihm gemacht. Als er aufgestanden ist und gemerkt hat, was er getan hat, so hat er sich selbst umgebracht. Das sind die Auswirkungen, die wir sehen, liebe Geschwister, dass Leute in einem Zustand, wo sie alkoholisiert sind, sie vergessen alles, sie wollen nur noch ihren Trieben freien Lauf lassen. Schaut mal, er konnte nicht einmal mehr unterscheiden, dass er vor seiner eigenen Mutter gestanden hat. Wie übel ist dieses Alkohol, und viele Leute trinken es, ja, auch unter den Jugendlichen. Und nicht nur den Alkohol, auch die Drogen, die genommen werden in der heutigen Zeit. Es ist egal, was das ist. Alles, was dein Verstand betrügt, hat Allah Azza wa Jal verboten. Und wenn ich frage in die Runde, wie viele Leute kennt ihr, die kein Alkohol trinken, die keine Joints rauchen, die kein Marihuana nehmen, die kein Kokain nehmen? Ihr werdet sagen, die wenigsten. Ja, unsere meisten muslimischen Jugendlichen haben dieses Zeug für sich entdeckt. Und sie haben die Wege der Kuffar angenommen, so dass sie diese Leute in allen Dingen nachmachen. Möge Allah Azza wa Jalla unsere Jugendlichen recht leiten. Ummul Fawahish, das bedeutet die Mutter aller Abscheulichkeiten. Wie schlimm ist dieser Alkohol? Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, er sagte, liebe Geschwister, La'anallahu al-Khamra, möge Allah den Khamr verfluchen. Nur den Khamr? Nein, höre gut zu. Aber ihr solltet eine Sache verstehen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er hat bereits ein Dua, ein Bittgebet gesprochen. Höre zu, ob du dazu gehörst. La'anallahu al-Khamra wa sharibaha. Möge Allah den Alkohol verfluchen und den, der ihn trinkt. Und den, der ihn trinkt. Wa saqiyaha. Und derjenige, der ihn eingießt. Wa saqiyaha. Wa ba'i'aha. Und derjenige, der ihn verkauft. وَمُبْتَاعَهَا Und derjenige, der ihn kauft. Derjenige, der ihn kauft. وَعَاصِرَهَا Und derjenige, der ihn presst. وَمُعْتَصِرَهَا Und derjenige, für den er gepresst wird. وَحَامِلَهَا Und derjenige, der ihn trägt. Und derjenige, zu dem er getragen wird. وَآكِلْ ثَمَنِهَا Und derjenige, der den Preis für den Alkohol verzehrt. Allah Azza wa Jal hat alle Gruppen hier gleichermaßen verflucht, ohne zwischen den anderen zu unterscheiden. Und derjenige, der diese Überlieferung mitbekommen hat, er sieht in dieser Überlieferung, es ist nur einer, der Alkohol trinkt. Alle anderen sind diejenigen, die ihm die Wege dazu verschaffen, den Alkohol zu trinken. Er wallah. Und wie viele haben wir in der heutigen Zeit? Einer ist ein Taxifahrer und dann kommt ein Fahrgast und er hat einen Kasten Becks. Dann nimmt er diesen Kasten Becks, er trägt den für diesen Gast und tut das rein und gibt ihm den. Wallahi al-Azim, du bist verflucht. Ey, bei Allah, dem Herrn der Kaaba. Und das sind nicht meine Worte. Das sind die Worte des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wie viele fahren irgendwelche Waren aus und bringen Alkohol von einem Ort zum anderen? Alle gleichermaßen verflucht. Allah azza wa jal hat denjenigen verflucht, der den Khamr trinkt. Derjenige, der ihn eingießt. Derjenige, der ihn verkauft. Derjenige, der ihn trinkt. Allesamt sind gleichermaßen verflucht. Und leider hören wir in der heutigen Zeit, liebe Geschwister, dass man den Khamr verkaufen kann an Nichtmuslime, solange er nicht von einem selber getrunken wird. Wallahi, wie übel ist diese Aussage. Und dabei hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns über diesen Akil Thamaniha, derjenige, der den Preis dafür verzehrt, das ist doch der, der den Alkohol verkauft. Allah hat ihn verflucht. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte auch in einer Überlieferung, إِذَا حَرَّمَ اللَّهُ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنًا Wenn Allah azza wa jal eine Sache verbietet, dann verbietet er auch dessen Preis. Dann verbietet er dessen Preis. Das bedeutet, du darfst nicht Alkohol verkaufen. Und schaut mal, die meisten Läden, Spätkauf und was weiß ich, wie diese Läden heißen. Wer sind diese ganzen Besitzer? Sind das Kuffar? Sind das Kuffar? Das sind Leute, die haben unsere Haarfarbe, die sprechen unsere Sprache, und der sagt dir auch manchmal La ilaha illallah. Und schau mal, subhanallah, er verkauft den Alkohol, was najis ist, unrein ist, was Allahs Zorn hervorhebt, verkauft er in den Läden. Noch schlimmer, er verkauft das an Kuffar, die draußen sitzen, auf seinen Tischen, und sich dann über die Religion des Islam lustig machen. Wie gewaltig ist diese Sache. Ey, wallahi al-azim, wie gewaltig ist diese Sache, liebe Geschwister. Weh dir, dass du den Leuten erklärst,
dass sie den Alkohol verkaufen können, wenn es an Nichtmuslimen ist. Wallahi al-Azim, du wirst diese Fatwa tragen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, er sagte, man uftiya bi ghayri ilm, kana ithmuhu ala man afta. Derjenige, dem eine Fatwa aus Unwissenheit gegeben wurde, derjenige, der die Fatwa gegeben hat, er trägt die Verantwortung für die gesamte Sünde. Und wie viele Fernsehscheichs gibt es heute in den arabischen Kanälen, und ich nenne sie Fernsehscheichs, der kriegt 2.000-3.000 Dollar. Wallahi, er kriegt einen geringen Wert. Denn wenn er wüsste, was in Akhira, im Jenseits auf ihn wartet, so würde er sich über diese 2.000-3.000 Dollar nicht freuen. Möge Allah Azzawajal diese Leute recht leiten. Liebe Geschwister, wir dürfen den Alkohol nicht verkaufen. Er ist verflucht, der Alkohol an für sich. Und daher muss ein Muslim davon Abstand nehmen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, er sagte uns sogar über den Alkohol, man shariba al-khamr wa sakir, derjenige, der den Alkohol trinkt und betrunken wird, lam tuqbal lahu salatun 40 sabah. Von ihm werden 40 Tage die Gebete nicht angenommen. Und die Gebete nicht angenommen bedeutet hier nicht, dass er freigestellt ist von den Gebeten. Nein, er ist weiter verpflichtet, diese Gebete zu verrichten. Aber Allah Azza wa Jal wird ihn 40 Tage dafür nicht belohnen. Du betest, ohne dass du belohnt wirst von Allah Azza wa Jal. Warum? Weil du diese Unreinheit getrunken hast. Weil du diese Unreinheit getrunken hast. Und er sagte weiter, sallallahu alaihi wa sallam, wa in mata dakhala an-nar. Und derjenige, wenn er stirbt, in diesem Zustand, so wird er in das Höllenfeuer hereingehen. فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ. Und wenn er bereut bei Allah Azza wa Jal, dann wird Allah Subhanahu wa Ta'ala ihm vergeben. Möge Allah Azza wa Jal allen Geschwistern vergeben, die diesen Alkohol getrunken haben. Wallahi, die Tür zur Reue Allahs Azza wa Jal ist offen. Die Barmherzigkeit von Allah Azza wa Jal ist immer gegeben. Aber du musst dieses Zeug endlich unterlassen. Denn höre, o Diener Allahs, wenn du den Alkohol nicht unterlässt und du stirbst in diesem Zustand, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte uns, مُدْمِنُ الْخَمِرْ كَعَابِدْ الْوَثَى. Derjenige, der den Khamr trinkt, er steht am Tage der Auferstehung wie jemand auf, der ein Götzendiener war. Der ein Götzendiener war. Und wallahi, wir sehen das, wer den Alkohol hier in dieser Dunya trinkt, so sehen wir, liebe Geschwister, wie er seinen Verstand betrügt. Ein Sheikh erzählte die Geschichte von einem Mann, er hat Alkohol getrunken und er ist dadurch betrunken geworden. Dann hat er im Fernsehen eine Sängerin gesehen, liebe Geschwister. Und er liebt diese Sängerin. Dann ist er runter auf sein Knien und hat sie geküsst. Und sie ist im Fernsehen, subhanallah al-azim, und sagte, hadillah, das ist Allah. Und das ist diese schlimme Sache, die zum Kuffer führt. Und eine Frau, die einen Mann hat, der Alkohol durch und durch trinkt. Und er vernachlässigt seine Familie und macht das Üble. Und seine Familie ist nicht sicher vor ihm. So soll sie die Scheidung von ihm erbitten. Ey, wallah, er darf nicht mit ihr verheiratet sein. Und wie viele Leute haben wir, die Alkohol trinken. Und dann kommen sie besoffen nach Hause. Und sie machen Schändliches mit ihrer Familie. Und die Kinder sind nicht sicher vor solchen Leuten. Er kommt nach Hause. Er zerstört alles. Er schlägt alles um sich, weil er süchtig ist, liebe Geschwister. Die Sucht hat ihn erfasst. Und wallahi, diese Sucht ist nur die Sucht in der Dunya, aber am Tage der Auferstehung wird seine Strafe umso härter sein. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa ala adh-dhalimin, wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam, er sagte, liebe Geschwister, qala fi sha'n al-mudmin, er sagte über den Alkoholabhängigen, kana haqqan 'ala Allah 'azza wa jall an yasqiyahu yawm al-qiyamah min radghat al-khabal. Allah 'azza wa jall wird diesem, der den Alkohol in der Dunya getrunken hat, Allah 'azza wa jall wird ihn am Tage der Auferstehung Khabal zu trinken geben. Radghat, Khabal, das hat einen Ausdruck. So sagte einer der Sahaba, radiyallahu anhum wa ardahum, ma radghatul Khabal, ya Rasulallah. Was ist dieses Radghatul Khabal, was du meinst, o Gesandter Allahs? Er sagte, usaratu ahlin nar. Das ist der Körpersaft von denjenigen, die in der Hölle schmoren, der absickert. Diesen Körpersaft werden die Leute trinken, die alkoholabhängig waren. A'udhu billah. Schaut mal, wie erniedrigend diese Situation für diese Leute ist.
Und deswegen sollten wir eine Sache verstehen, weil wir auch hier in Deutschland leben, liebe Geschwister. Es gibt manchmal Getränke oder Nahrung, da ist ein kleiner Anteil drin. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, ما أسكر كثيره فقليله حرام. Das, was in großen Mengen berauscht, ist auch in kleinen Mengen verboten. Was in großen Mengen berauscht, ist auch in kleinen Mengen verboten. Und das ist der Maßstab für dich. Das ist der Maßstab für dich. Viele verstehen diese Sache falsch, liebe Geschwister. Wenn du jetzt zum Beispiel ein Nahrungsmittel hast, zum Beispiel eine Art von Brot, und da ist ein kleiner prozentualer Anteil Alkohol drin, dann ist dein Maßstab für dich, wenn du diese Nahrung in großen Mengen essen würdest, wenn es dich berauscht, dann darfst du es auch nicht in kleinen Mengen essen. Aber wenn du es essen kannst, so viel wie du willst, und du wirst nicht berauscht, dann ist das kein Problem für dich. Dasselbe gilt auch für die Getränke. Es bedeutet, wenn du davon eine Menge zu dir nehmen kannst. Wenn du jetzt ein Glas Bier nimmst und du trinkst viel davon, wirst du besoffen? Natürlich. Dann ist auch eine kleine Menge davon haram. Aber wenn du jetzt Hamburgerbrot isst, 50 Stück, dann wird dir nur schlecht werden. Aber du wirst davon nicht berauscht. Also ist diese Regel, مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ. Was in großen Mengen berauscht, ist auch in kleinen Mengen berauschend. Das bedeutet für dich, O Diener Allahs, wenn du es in großen Mengen zu dir nehmen würdest und es würde dich berauschen, dann darfst du das auch nicht in kleinen Mengen nehmen. Und ich schließe ab, liebe Geschwister, indem ich nur eine Sache, eine Botschaft an euch sende. Die Sache hat immer damit zu tun, dass der Shaitan in Schritten kommt. Er lässt dich nicht sofort die härtesten aller Getränke trinken. Oder er lässt dich nicht sofort die härtesten aller Drogen nehmen. Weil es gibt heute Leute, der will dir erzählen, ja, ich kann mich kontrollieren beim Trinken. Er kann sich kontrollieren beim Trinken. Hat das nicht auch derjenige gesagt, der jetzt in der Entzugsklinik ist? Hat er nicht auch angefangen mit einer Zigarette? Hat er nicht auch angefangen mit einem kleinen Schlückchen Wein oder sonstiges? Doch, sie alle haben damit angefangen. Aber Shaitan ist listig. Ja, ayyuhal ladhina amanu, la tattabi'u khutuwati shaitan. Oh, ihr, die ihr glaubt, kommt nicht den Schritten des Shaitans zu nah. Denn er weiß ganz genau, wie er dich heranführt an diese Sache. Und ehe du dich versiehst, O Diener Allahs, wirst du sehen, dass du ebenfalls alkoholabhängig geworden bist. Möge Allah Azza wa Jal diese Ummah vor allem Schlechten bewahren. Möge Allah Azza wa Jal uns am Tage der Auferstehung nicht wie Götzendiener auferstehen lassen. Möge Allah Subhanahu wa Ta'ala uns reine Herzen und reinen Verstand geben, auf dass wir ihn immer auf beste Art und Weise anbeten. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.